Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Raft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Lieben, wir sind noch unterwegs auf der großen Insel. Ich habe allerdings schon mal alles soweit abgesucht an Land und unter Wasser, weil wir das ja noch oft genug zusammen machen werden. Und so können wir die Folgenzeit dann besser nutzen, um noch an unserem Floß weiterzuarbeiten in dieser Folge. Und natürlich habe ich auch die Augen offen gehalten nach Tieren. Leider flitzt hier nur ein einziges weiteres Tier rum. Dafür glaube ich aber, ist es was ganz Besonderes, ihr Lieben. Wir haben nämlich hier vorne ein rotes Hütchen unterwegs und wir haben in dem Spiel noch nie, also ich jedenfalls, noch nie ein rotes Hühnchen gesehen in zwei Staffeln. Die waren alle blau. Ich hoffe, es ist noch da jetzt. Rotes Hühnchen! Da ist es, da ist es! Guckt's euch an! Ein rotes Hühnchen! Rot, rot oder rosa, es sitzt sogar gerade. Wir könnten eigentlich jetzt schon gleich direkt... Ah, jetzt geht's natürlich wieder los. Komm, wir schießen einmal. Und zwar jetzt! Nee, da hält's an! Jetzt haben wir's. Erwischt! Erwischt, Leute! Wie gut ist das cool, Leute? Ich wusste ja, es gibt die Tiere in verschiedenen Farben und einige gibt es echt, echt selten. Und ich würde sagen, das ist was richtig Besonderes hier. Zwar nur ein einziges weiteres Tier, dafür aber gleich ein besonderes rotes Hühnchen. Wie super. Haben wir noch Platz? Können wir dich auch noch mitnehmen? Achso, wir können jetzt... Oh doch, ich kann die... Moment. Rote Beeren aufnehmen. Können wir das riskieren? Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, ich wusste es. Er schmeißt das Hühnchen weg. Nein! Oh... Nein! Ah, Mist. Mist, ich wusste es. Ich hab's geahnt. Okay. So viel dazu. Wir müssen es noch ein zweites Mal einfangen. Ah, wir haben's. Wir haben's noch ein zweites Mal. Jetzt kommst du mit. Jetzt kommst du mit. So, alles klar. Auf geht's, ab nach Hause. Hoffentlich bin ich nicht zu laut, ihr Lieben. Ich muss mich noch ein bisschen weiter wechseln vom Mikrofon. Auf geht's. Wie gut, wie gut, wie gut. So, und da kriegst du auch gleich einen Namen. Da hat sich nämlich jemand was von euch gewünscht zum Geburtstag und deswegen heißt dieses Hühnchen Frank. So, Frank, unser Hühnchen ist da, erledigt. Du kommst mit aufs Floß zu unseren Ziegen. Die dritte Ziege hat auch einen Namen jetzt, kam von euch auch ein Vorschlag rein. Ziegma, Ziegma finde ich gut, unsere Ziege heißt Ziegma. Ziegfried, Zieglinde und Ziegma, the mighty Ziegma, man kennt ihn ja. Aus Goathammer, Fantasy, the immortal Emperor of Goatkind, Ziegma. Und was wir auf jeden Fall ausprobieren werden, ist gleich unsere Angel mit den Ködern, weil noch sind wir hier beim Händler. Vielleicht können wir gleich was rausfischen, was wir verkaufen können. Erstmal gucken, dass wir Frank sicher rüberbringen hier. Wo ist Bruce? Ich glaube nämlich, dass Bruce und Frank zusammen nicht, die kommen, glaube ich, zusammen nicht so gut zurecht. Aber es ist auch gerade kein Bruce zu sehen. Sehr schön. Hopp. Super. Unser erstes Hühnchen ist da. Döp, döp, döp. So. Gesellschaft für euch. Tada. So gut. Und vor allem selten, sage ich, Leute. Wir haben wirklich noch, mal sehen, noch nie eins gefunden. Unsere Ziegen sind auch alle schwarz. Da gibt es ja auch irgendwie weiße oder so gescheckte noch, die auch deutlich seltener sind. Okay, erstmal alles in Ruhe einräumen. Was wir mitgebracht haben. Wir haben einmal ein paar Berries mitgebracht. Rezept haben wir noch eins mitgebracht. Dann den Netzwerfer brauchen wir erstmal nicht mehr. Die Munition auch erstmal nicht mehr. Algengrütze kann hier so lange rein. Bolzen hatten wir hier unten. Blumen da. Saat hier. Soweit, so gut. Wir essen, wir trinken. Und dann holen wir unsere Angel, die wir nicht mehr haben, dann bauen wir uns eine. Die braucht 3 Schrott, 1 Bolzen, 8 Seile. Bauen wir uns gleich mal eine. 3 Schrott, 1 Bolzen. Seile haben wir noch drüben. Prost! Das ist super, Leute. Zwar nur ein Tier, aber wirklich, das ist mit Sicherheit selten. Ein rotes Hühnchen. Das auffüllen, das auffüllen. Und bei den Tieren drüben auch nochmal auffüllen. Und was ihr übrigens auch geschrieben habt, habe ich gleich gemacht. Ihr habt geschrieben, man kann die Wiesenflächen auch unter hier den Sprinkler setzen. Und habe ich natürlich gleich gemacht. Sieht viel, viel besser aus. Das heißt, wir können hier noch bis hierhin voll machen mit Wiesenflächen. Und hier kommt einfach der zweite Sprinkler dann drauf. Das passt dann. Und hier vorne, die Reihe bleibt so frei. Würde ich sagen. Sehr schön. Das ist auch aufgefüllt. Alles klar. Die Müllpressen sind beide komplett voll. Aber die Batterien sind leer. Lassen wir aber erst, wir haben genug von den Schrottwürfeln. Wir müssen erstmal gucken, was wir jetzt beim Händler überhaupt rauskriegen, wenn wir so einen Köder benutzen. Wo habe ich denn die hingetan? Hier. So.
Wie geht denn das jetzt, ist die Frage. Ach so, das ist voll. Leute, bin ich gespannt. Dann können wir vielleicht gleich die ersten Sachen verkaufen und die ersten Münzen bekommen und schon mal gleich ein bisschen beim Händler was aufleveln. Erstmal futtern wir gleich nochmal was. Und dann geht es natürlich hier drüben weiter mit dem Ausbau. Aber alles der Reihe nach und ganz gemütlich. Wir haben Zeit, es ist eine Sonntagsfolge, da haben wir extra viel Zeit. So, wie ist denn das jetzt hier? Munition. Oder wenn so? Verbraucht er denn eins? Nee. Oh, Moment. Da steht schon wieder. Dick mitten im Bild. Rechte Maustaste, Köder auswählen. Nehmen wir erstmal das Rotauge hier. Wollen wir mal probieren, können wir das eigentlich auch Sushi-mäßig? Oh, nee. Nee, können wir nicht. Das lassen wir dann auch mal lieber. Ich mag eh kein Sushi. So, also gut, rechte Maustaste. Köder aus. Aha. Oh, halt. Da, der Wurm ist am Haken. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Mal sehen, was wir damit fangen können. Ist das gut? Da können wir gleich was verkaufen gehen auf jeden Fall. Wir sind ja noch hier beim Händler vor Ort. Eine Schimmergarnele haben wir gefangen. Mit müssen wir, ah nee, Haken ist noch ein Wurm dran. Alles klar, müssen wir nicht jedes Mal extra machen. Das ist einmal ausgewählt, die Ködersorte. Ist das gut? Ist das gut? Dann werden wir auf jeden Fall gleich was verkaufen gehen. Die war auf jeden Fall auf seiner Liste, die Schimmergarnele. Alles, was wir wahrscheinlich jetzt holen, können wir da verkaufen. Gehe ich mal von aus. Na? Was haben wir da? Netzknabberer. Nehmen wir auch. Die müssen wir uns gleich mal angucken. Mal sehen, wie die aussehen. Bild sehen sie schon mal cool aus. Ob wir die auch auf den Grill packen können? Scharfer Karpfen. Oh, Moment. Das ist ja schade jetzt hier. Man nimmt die nicht so, zeigt, er nimmt die nicht so in die Hand wie die anderen Fische, dass er die so hochhält. Hm. Komm, ist egal, ob es jetzt ein Verkaufsfisch ist. Wir probieren das trotzdem mal aus, ob man den eventuell auch hier draufpacken kann. Nee. Nee, die sind alle nur zum Verkaufen. Die kann man auch nicht aus Versehen mal grillen. Alles klar. Okay, Leute, wir hauen jetzt auf jeden Fall, würde ich sagen, wenn das so gut klappt hier, die 20 Würmer raus. Wofür sollen wir sie aufheben? Die Köder brauchen wir für nichts anderes. Können wir also ruhig verangeln. Und die ganzen Sachen können wir dann verkaufen beim Händler. Eine zweite Schimmergarnele. Dann kriegen wir vielleicht auch schon... Was gab es denn für eine? Eine Münze gleich? Oh, wir können uns dann schon die ersten Sachen auf jeden Fall vielleicht leisten beim Händler. Mit unseren Müllwürfeln zusammen. Da haben wir ja noch ein paar. Oh, super. Oh, super. Wir müssen jetzt erstmal eine Runde angeln, Leute. Ganz entspannter Start in die Folge. Ein bisschen angeln. So, zwei. Mal sehen, ob es immer die gleiche Reihenfolge hat jetzt hier. Ob er jetzt wieder so einen scharfen Karpfen rausholt. Nee. Okay, das ist schon ein bisschen zufällig. Und euch geht's gut, ne? Oh, liegt schon das erste Ei ist auch schon da. Ich weiß nicht, ob wir das analysieren müssen auch noch. Oder ob wir gleich wissen, was wir damit machen. Noch eine Schimmergarnele. Ach, angeln im Sonnenuntergang. Zieglinde guckt... Nee, das ist Siegfried. Siegfried guckt zu. Ob wir das auch alles richtig machen. Was ist das für ein Klackergeräusch? Das ist das Huhn! So, was klackert denn da so? Und er futtert erstmal was. Wie gut, lass dir schmecken! Ah, wie cool, dass wir auf jeden Fall gleich ein Besonderes gefunden haben. Jetzt brauchen wir nur noch Lamas für die Wolle. Das Leder müssen wir noch analysieren. Letzte Folge auch noch vergessen. So, vier davon. Guck mal. Das gibt doch schon was für den Händler. Noch eine Schimmergarnele. Ich hoffe, das reicht dann am Ende hier an Wiesenfläche, wenn wir da noch mehr Tiere reinbauen. Wahrscheinlich nicht, wir müssen das eh noch ausbauen. Oder es kommt drüben einfach erstmal an den gleichen Bereich auch noch ein Gehege und die Gartenfläche dann eben davor. Hier so ein bisschen die ersten Anbauflächen. Können wir schon mal ein paar mittlere dann aufstellen. Für Kürbis und Ananas zum Beispiel. Und ob wir die Palmen auf dem Floß brauchen, weiß ich noch gar nicht. Aber auf jeden Fall Mangobäume.
Noch eine. Davon kriegen wir, glaube ich, am meisten irgendwie. Bis jetzt jedenfalls. Ach, gemütlich. Hier draußen noch ein bisschen dunkel. Von diesem Karpfen habe ich jetzt nur einen erwischt. Versuchen wir nochmal woanders, auf der Seite hier. Zack. Ah, das hat schon was ganz Gemütliches hier. Im Mondlicht. Ich glaube, wir legen uns trotzdem gleich mal hin. Ist trotzdem ein bisschen dunkel für YouTube. Von daher lieber ab ins Bett. Prost. Prost. Auffüllen. Zack. Und ab ins Bett erstmal nach oben. Unser Schlafzimmer ist es ja auch nicht. Das ist unsere Kajüte hier. Einmal hier das Bett in der Ecke und einmal hier kommt noch auf der anderen Seite, müssen wir die Decke noch absetzen. Habe ich auch schon geplant. Und da kommt dann die Hängematte hin. Weil sonst hängt die zu hoch. Das heißt, wir müssen die Decke hier auch einmal so wie hier in dem Bereich so ein bisschen absetzen um einen. Und dann kann die Hängematte dahin. So, neuer Tag. Neues Angelglück. Oh, wir haben schon so viel zu verkaufen. Weil wir uns auch gleich 20 Köder leisten konnten. Mehr hat er ja auch nicht gehabt. Wir hätten uns ja sogar noch mehr leisten können. Der hat ja nur 20 Köder. Von der Sorte. Mal sehen, wie viele Punkte wir auch kriegen. Für das. Wie viel man da verkaufen muss, um in diesen Stufen beim Händler aufzusteigen. Wie viel nehmen wir nochmal Müllwürfel mit rüber. Und dann kriegen wir ja für das hier, kriegen wir dann die Münzen. Und dann sollten wir uns zumindest von der ersten Stufe halt ein paar Sachen kaufen können. Ein paar von den Rezepten. Und war da auch schon die Vogelscheuche dabei? Die bessere, das wäre natürlich super. Für unsere Gemüsegärten. Na, Bruce, der Köder ist nicht für dich. Jetzt haben wir doch noch ein paar Karpfen erwischt. Man sieht, ich glaube, die sind aber sowieso alle das gleiche wert. Wahrscheinlich mit dem Köder. So, zweimal noch. Hier ist die Karpfenecke. Brucey, weg von unserem Köder. Der ist nicht für dich. Und letzter. Angel hat auch gut durchgehalten für 20 Köder. So, alles klar. Wir gehen rüber einkaufen. Du kommst hier rein und wir holen Müllwürfel. Also 20, 25 müssen auf jeden Fall reichen. Wahrscheinlich reichen auch schon, hätten auch schon 5 gereicht. Mal gucken. So, rüber. Busi, wo bist du? Nicht in der Nähe, sehr schön. So, jetzt bin ich richtig gespannt, wie viele Punkte wir bekommen und wie viele Münzen es schon gibt für unsere Sachen hier. Händler war hier vorne rauf. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. 20 zu verkaufen, wenn es für jeden eine Münze hat. 20 Münzen. Oh. Nee, ich dachte gerade, hier läuft noch ein Hühnchen. Aber ich hatte hier wirklich, wirklich, wirklich gründlich, auch da oben sehr gründlich geguckt. Ganz da oben war ja auch das Hühnchen. Ansonsten rannte hier nichts rum, außer die eine Ziege noch. Die haben wir ja mitgenommen. Ja. So. Okay, guten Tag. Wir sind nochmal da. Wir hätten da noch was zu verkaufen. Und zwar hier. Die 10. Für eine jetzt. Okay, das sind 70. Ansehen. Nochmal 70 an. Das wird auf jeden Fall nicht reichen. Für die 300. Aber für 200 schon. Mal gucken, wie viele Münzen wir aber schon haben. Ich würde sagen, das ist schon mal gut gelaufen. So, Köder hat er leider keine mehr. Chili. Die Frage ist jetzt hier, was holen wir denn hier? Guck mal, so ein Deluxe-Wels-Rezept. Lachssalat. Würzige Ananas-Erdbeere. Ich glaube, das haben wir schon. Hier, aber wir können ja eigentlich, guck mal, es kostet immer nur eine Münze. Wir kaufen das, wir kaufen das, wir kaufen das, wir kaufen das. Lufthorn.
Oh, das kostet ein bisschen mehr. Ist gekauft. Garderobe, Kompass. Brauchen wir nicht unbedingt. Garderobe, du kannst die Farbe deiner Kleidung ändern. Ist gekauft. So. Sehr cool. Und... Oh, es kostet gleich 2 Handelsmünzen. Na, wir warten erstmal auf den nächsten Händler und gucken erstmal, dass wir die nächsten Köder bekommen. Wenn es nochmal 20 Stück sind, haben wir beim nächsten Mal schon die nächste Stufe erreicht. Okay, wie cool. Wir haben auf jeden Fall ein paar Rezepte geholt. Ein Lufthorn. Und eine Garderobe. Vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Wir kommen wieder. Oh, wir hungern. Müssen ab nach Hause. Sehr cool. Hat sich doch schon mal gelohnt. Dann können wir auf jeden Fall jetzt auch unsere Küche aufbauen. Und die Saftpresse. Den Entsafter. Können wir uns die ersten Smoothies machen. Oh, wir haben keine Erdbeeren. Wo gibt es denn eigentlich Erdbeeren dann, wenn da Erdbeeren beistehen? Gibt es noch andere Inseln als große und kleine? Oder sind das Sachen, kriegen wir das auf den Spezialinseln? Wie zum Beispiel Balboa oder so. Werden wir noch rausfinden. Wie haben wir sonst noch nie irgendwo Erdbeeren gesehen? Zu langsam, Bruce. So, Müllwürfel. Haben wir ja noch ein bisschen was. Münzen können dann auch hier mit rein. Und... Mal sehen, haben wir Platz für die Rezepte? Haben wir noch. Sieht auf jeden Fall gleich an der Farbe, dass das Spezialrezepte sind. So, die Garderobe. Ach so, die würde ja natürlich jetzt eigentlich super hier wahrscheinlich reinpassen, ne? Sieht aber auch so ganz cool aus. Mal sehen, ob wir nicht auch... Oh, Hunger. Ja, erstmal essen, dann Garderobe aufstellen. Ich glaube, wir packen die erstmal an die Seite, da bin ich mir nicht sicher. Das müssen wir dann gucken, wie wir das oben einrichten. Die kann erstmal an die Seite kurz, die Garderobe. Erstmal der Reihe nach weitermachen. Ach, so. Erstmal was essen. Zap. Zap. Du kannst erstmal kurz noch hier rein. Und das hier. Wir machen es einfach erstmal zum Gucken, nur einmal hier. Ist das gut. Okay. Na, was sagt ihr dazu? Wie sieht's hier aus? Wasser ist gut. Batterie ist noch gut. Lagen hier nicht eben schon irgendwie... Ah, ich wollte sagen, lag hier nicht schon ein Ei rum? Da liegt noch eins. Super, nehmen wir auch schon mal. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, können wir jetzt hier weiterfahren und weiter ausbauen, gemütlich. Guck, ich würde sagen, wir machen erstmal drüben weiter ruhig. Um zu gucken, wie das mit dem Platz für den Gartenbereich dann hier ausgeht. Aber das... Ich würde sagen, wir müssen hier vorne auf jeden Fall mindestens noch 2 Reihen erstmal auf der ganzen Breite rangehen. Bevor wir dann erstmal nur noch die Mitte rausziehen. So, okay, fangen wir an. Die kommen auch erstmal hier mit rein. Dann ist das voll. Wir essen noch einen Happen. Und fahren dann schon mal weiter. Die nächste große Insel wartet auf uns. Moment, Paddel müssen wir noch holen. Wenigstens ein bisschen den Kurs angleichen können immer. Ohne gleich die Segel zu drehen. So, du kommst mit. Alles klar, dann machen wir uns auf den Weg. Und unser erstes Hühnchen ist mit auf der Reise. Unser erstes Spezialhühnchen. So. Klein bisschen weg von der Insel. So, passt. Alles klar. Dann holen wir uns Baumaterial und machen hier weiter. Erstmal brauchen wir nur Planken. Jede Menge Planken. Ja, nehmen wir ruhig mal mit. Und dann würde ich sagen, ziehen wir hier mindestens noch 2 Reihen auf der ganzen Breite raus. Und hier drüben muss es ja dann auch rumgehen bis hinten ran. Also genau dasselbe, was wir auf der anderen Seite gebaut haben.
das geht aber doch schon ganz schön. 6 Planken jedes Mal. Guck mal, wie unsere Vorräte hier, wie das wegschmilzt. Selbst 3 Kisten Planken sind daran gar nichts. Wenn man mal ein bisschen was bauen will. So, das war schon mal das. Haben wir jetzt schon 2 Reihen? Ja, wir haben schon 2 Reihen hier in der Breite gesetzt. So, die nächste Ladung. Und damit ist eine von 3 Plankenkisten auch schon leer. Aber gut, wir fahren ja auch schon wieder. Solange wir unterwegs sind, kommt ja auch immer wieder noch ein bisschen Material rein. Gucken, wahrscheinlich sind die Netze auch schon wieder voll. Die können wir wahrscheinlich auch gleich einmal leer machen. So. Okay. So, jetzt ist... Wir könnten natürlich auch... Wir machen am besten einfach 2. Wirklich 2 getrennte Bereiche, damit nicht alle Tiere auf einem Fleck stehen. Und damit es auch mit dem Futter besser ausreicht. Wobei, hier soll ja noch auf jeden Fall ein Sprinkler hin und dann bis hier vorne raus die Wiesenfläche. Weil wir die Sprinkler ja auch draufsetzen können. Das ist so gut. Und hier drüben machen wir das dann, glaube ich, auch so. Hier kommt dann wieder ein Zaun, so außen lang. Und hier würde ich sagen, machen wir... Und hier machen wir einen Aufgang schon mal auf der Höhe. Dass wir da auch wieder hochkommen von der Seite. So, nächste Plankenkiste. Und dann brauchen wir auch gleich noch ein paar Nägel dazu für Treppen. So, und dann würde ich sagen, geht's hier halt. Bis hier und hier kommt dann... Weil ich will nicht, dass wir so hier hochgehen. Ich will, dass das so in Fahrtrichtung ist. Das gefällt mir viel besser. Vielleicht machen wir es sogar so, dass es in beiden Richtungen, dass es so geht. Dass man da hochkommt. So, und ab hier vorne geht es dann aber weiter mit halben Wänden. So erstmal und hier natürlich auch. Das finde ich gut. Ja, das finde ich gut. So, die Frage, lassen wir hier den Zaun? Oder machen wir hier lieber auch halbe Wände hin? Jetzt wäre ich fast lieber dafür, hier auch die halben Wände zu nehmen und nur hier vorne den Zaun zu haben. Weil hier haben wir auch die Wände, hier haben wir auch die Wände. Ich glaube, es sieht besser aus, wenn wir jetzt hier außen auch mit Wänden. Wir müssen natürlich gucken, dass uns die Tiere nicht abhauen. Das ist gefährlich. Weil wir müssen das einmal mit der Axt abreißen und dann schnell ein neues setzen, bevor da einer flüchtet. Oh, das ist... Vielleicht sollten wir das lieber nicht so machen. Vielleicht sollten wir die Tiere kurz irgendwo anders hinsetzen. Haben wir überhaupt noch eine Axt? Da haben wir noch eine Axt. Vor allem, weil die auch immer da rumlaufen, wo man gerade steht und was machen will. Obwohl, jetzt gerade nicht. Weg mit euch. Alle schön auf Abstand bleiben. Schnell auf den Bauhammer wechseln. Ja, die Ziege hat schon drüber nachgedacht, ob sie über Bord gehen soll. Schön hier bleiben. Ziegma. Ziegfried. Zieglinde. Alle. Frank sowieso. Ja, bleib mal schön da stehen. Nichts machen. Halt! Schnell. Okay, ging doch aber ganz gut. Bis jetzt. Und geschafft. Alle sicher eingesperrt. Alles klar. So ist das schon mal gar nicht schlecht. Und jetzt hier vorne. Gehen wir bis hier. Und hier drüben müssen wir das gleiche machen. Nee, Moment, wir brauchen das hier. So. Ja, und hier dann auch einfach halbe Wände. Oh, die sehen natürlich... Nee, das reichen auch die. Die haben schon genug, die sind schon gut genug hier für außen. Doch, das passt schon so. Große Insel vielleicht? Es hat kurz geruckelt. Nee, nur eine kleine. Ja. Hier. So, das heißt, Moment, auf welcher Höhe sind wir jetzt? Hier, hier ist der Eingang. So, bis hier. Haben wir noch Nägel dabei? Haben wir, aber nicht mehr so viel Planken. Weil jetzt sollen hier draußen natürlich auch noch die Pfeiler rausgehen. Weil wir brauchen hier draußen auch die Lichterketten, ganz klar. Das heißt, wir brauchen jetzt hier Pfeiler. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2.
Ja, genau so. Da muss jetzt überall noch ein Halber drauf. Wir brauchen Nägel. Und wir brauchen Licht. Wir legen uns erstmal wieder hin. Ach, hier drin ist zwar hier genug, aber sonst insgesamt dann. So, einmal das. Einmal das. Einmal das. Einmal noch ein Happen essen. Hier kommen noch ein bisschen Blues. Reicht. Ab ins Bett. Schon mal Planken und Nägel holen. Schrott haben wir auf jeden Fall genug. Wir können also noch jede Menge herstellen an Nägeln. Material ist auf jeden Fall immer noch einiges da. So, erstmal hinlegen. So. Und halb. Hier geht's weiter. Halb. Und halb. Und die werden erstmal verbunden. Und zwar auch ruhig bis darüber. So. So. Yep. So habe ich mir das gedacht. Und da müssen jetzt natürlich auch noch überall Lichterketten dran. Und hier geht dann irgendwie der Ausbau durch in der Mitte weiter noch raus. Das heißt, hier geht es dann auch weiter mit dem nächsten Gebäudeteil. Und da müssen wir gucken, ob wir, ich würde gerne hier oben auch in unserer Kajüte dann hier eine Tür drin haben, die uns auf den nächsten Bereich hier führt. Weil da oben geht auf jeden Fall, hier werden wir das Dach auch weiter rausziehen noch. Oh, da vorne kommt ein Floß, wir müssen ein bisschen ausweichen, glaube ich. Ja, müssen wir auch. Kleines Stück rüber. Die. Aber so ist das schon ganz gut hier. So finde ich das erstmal gar nicht schlecht. Man kann ja immer noch ein bisschen umbauen dann. So, dann hier drüben auch schon mal den Aufgang hin. So. Treppe einmal so rum. Treppe einmal so rum. Halbe Wand. Halbe Wand. Ja. Sehr schön. Jetzt mal hier drüben weiter mal mit Lichterketten. Das war das. Planken nach oben. So, jetzt brauchen wir Plastik und Seile. Hier ein bisschen Plastik. Und hier die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, geht nicht mehr. Gib mal Seile raus. Mal 8 Stück. So, und jetzt hier außenrum. Das geht super auf. Nächsten. Ach ja, ich glaube, gemütlich entspannte Sonntagsbastelfolge. Ja, das ist gut für unseren Außenpavillon-Bereich. Das ist gut. Mehr Kunststoff. Mehr Seile. Mehr Lichterketten. 1, 2, 3, 4 machen wir erstmal nochmal. Schon mal hier. Und hier an der Innenseite geht es dann auch weiter. Die hängen etwas anders als die anderen, ne? Irgendwie. Aber hier keine Pfeiler drunter sitzen. Also hier keine Querstreben sitzen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht nehmen wir das dann auch nochmal, machen wir es nochmal anders. Und die Decke, müssen wir warten, bis die Decke hier weiter ausgebaut ist, würde ich sagen. Kann der Pfeiler wieder weg, die Querstrebe, dann können wir die auch an die Decken hängen. Dann kommen die erstmal hier vorne jetzt dran. Schön ist, dass man sie wieder aufsammeln kann. So. Und dann würde jetzt hier nur noch 2 Stück fehlen, die wir nicht mehr herstellen können. So. Das. Und das schon mal. So, und hier können dann ein paar unsere ersten kleineren Beete hin. Gucken, was kosten die denn? Können ja mal die mittleren nehmen. Die sind für
Kürbis und Ananas, würde ich sagen. Wir nehmen die mal. Gucken mal, wie groß die überhaupt nochmal waren. Wir brauchen ein bisschen Schrott. Stellen wir erstmal zwei Stück her. Jupp, die waren schon gar nicht so klein. Sagen wir jetzt mittig hier hin. Ein so. Und hier auch dazwischen ein bisschen Abstand. Aber wenn wir nicht so viel Abstand lassen, könnten wir wahrscheinlich drei Stück hier hinkriegen. Ne? Machen wir mal einen bis hier. Und dann gucken wir, dass wir einen noch mittig anpassen. So, ungefähr auf einer Höhe hier. So, dann machen wir noch einen dritten. Sieht gleichmäßig aus. Ah, ist nicht ganz, ist nicht ganz. Das täuscht da vielleicht auch, weil die auf der einen Seite, weil die auch nicht ganz die gleichmäßige Form haben. Besser. Alles klar, unsere ersten Beete für unseren kleinen Gemüsegarten. Und dann nehmen wir mal hier Kürbis und Ananas. Machen wir in der Mitte mal Ananas und hier erstmal Kürbis. Ne, Wassermelone haben wir. Wir haben gar keinen Kürbis. Hier gibt es gar keinen Kürbis. Stimmt. Dem Spiel fehlt ein entscheidender Bestandteil. Kürbis. Wir haben nur Wassermelone und Ananas. Wie kann das eigentlich sein, dass es hier keine Kürbisse gibt? Irgendwo ein Kürbis. Es muss dringend ein Kürbis-Update rein. Ein Kürbis-Patch. Ach, Prost. Wir müssen dringend mal die Netze leer machen, würde ich sagen. So, kurz nochmal nach vorne gucken, dass da gerade nichts auftaucht, außer jede Menge Kisten und Fässer. Das ist ja gerade richtig gut. So, euch nochmal das Wasser aufgefüllt. Batterie ist schon echt angeschlagen. Aber geht noch. Was war das denn gerade hier vorne? An unserem Anker. Okay, Seile zurück erstmal und was essen. Nochmal hier und so. Wie gut, Leute. Ich finde das schon gar nicht schlecht hier draußen. Und wir müssen auf jeden Fall, würde ich sagen, auch eine Vogelscheuche aufstellen. Ganz schnell mal. Hier. 5 Planken, 3 Blätter, 3 Nägel, 3 Schrott. 3 Plastik. So, 3 Plastik. Blätter. Planken haben wir hier keine mehr. Sonst fressen uns die Möwen ja gleich die Sachen auf, ne? Und noch 3 Nägel. So. Eine. Und dann fressen sie erstmal so lange die Vogelscheuche auf. Wenn wir hier erstmal eine aufstellen. Mal gucken, wo kann die denn jetzt stehen? Passt sie dazwischen noch? Schade, passt sie nicht. Und dahinter passt sie auch nicht. Klasse, dass sie soll, dass sie dahinter noch stehen kann. Und so. Gefällt mir aber auch nicht. Ist aber auch egal, die bleibt ja nur provisorisch da stehen. Die wird eh von den Möwen zerfuttert. Die machen die ja kaputt. So, alles klar, das ist das. Dann würde ich sagen, sieht das schon mal soweit ganz gut aus mit der ersten Gemüseanbaufläche. Ich würde sagen, wir bleiben auch hier bei den mittleren Beeten. Vielleicht kommen hier noch ein paar von den kleinen dran, wie die Blumenkästen. Die nehmen wir auch noch. Planken und Seile. Wir können hier hinten welche vors Fenster. Gib mal ein paar Planken her. Seile haben wir drüben noch. Da können wir auch die ersten Blumen einpflanzen. Wir stellen mal 4 Stück her. Und nehmen uns mal so ein paar Blumen. Machen wir hier 3 rote, 3 blaue, 3 gelbe. Lieber von allen bringen wir erstmal so 3 mit hier. So, auch noch von den schwarzen. Da bräuchte man noch einen Blumenkasten. So, weil die können doch auch hier. Genau, legen wir erstmal hier welche bei uns am Fenster auf. Hoffen, dass die Ziegen uns das nicht abfuttern. Diese Blumen sind nicht für euch. Geh mal weg da.
Wieso bist du eigentlich Frank? Kannst du mal ein Stück zur Seite gehen? Ich würde da gerne einen Blumenkasten hinsetzen. Super. Sind nicht ganz auf einer Höhe. Ja, schon besser. Nicht viel, aber doch schon. Okay, wie machen wir es? Pflanzen wir das gleichmäßig ein oder machen wir jetzt hier zum Beispiel mal... warum kann ich denn hier nicht... Achso, es ist die Blumen. Ich brauche ja das Saatgut. Ja, nicht die Blumen. Die können wir nicht einpflanzen. Blumensaat können wir einpflanzen. So, zurück, 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 zurück. Dann hier von 3. 2, 3. 3 und 3. So, jetzt nochmal. Ah, da ist schon die erste. Aber in unserer Vogelscheuche. Erwischt! Erwischt haben wir dich! Lass ja Henk in Ruhe. Geht's dir gut, Henk? So. Kommst auf den Grill dafür, dass du Henk angegriffen hast. Federn nach hinten. Und die Netze. Die Netze müssen leer gemacht werden. So. Jetzt die Frage, die werden verschieden groß, ne, die Blumen, dass das auch ein bisschen zusammenpasst. Ich glaube, wir machen hier mal eine rote, eine gelbe, eine rote. Und hier drüben machen wir mal... Weiße, blaue, weiße. Ich glaube, es sieht besser aber aus. Ich glaube, es sieht ja besser aus, wenn man immer 3 von der gleichen in einen Blumenkasten macht. So, vielleicht können wir hier vorne auch noch ein paar dran haben. So. Haut ja ab, ihr Eulenmöwen. Bin ich nicht so überzeugt von. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber irgendwie müssen wir noch was ran. Und Sitzgelegenheiten brauchen wir sowieso überall noch. Möglichkeiten, uns gemütlich zu machen. So wie drinnen hier. Hier ja auch. Hier muss ja der Küchenbereich noch kommen. Da müssen wir dann auch jetzt mal anfangen. Und nach hier kann man dann rüber gucken. Und dann rennen hier zum Beispiel... Gucken einem hier dann die Lamas hier zu, wie man hier den beim Grillen dann beschäftigt ist. Also die können dann hier so ein bisschen rüber gucken. Und hier drüben können sie nur so durchs Fenster reingucken. Das finde ich schon gut. Blumenkästen vor Fenster, die Tierchen draußen, die Wiese. Ah, super. So habe ich mir das gedacht. Unser beleuchteten Pavillon. Eigentlich könnten wir hier auch noch eine Reihe rüberziehen bis hier gleich noch ans Hausrand. Dann auch nochmal beleuchten an der Seite bei den Tieren. Mal gucken. Am Ende werden wir das ganze Boot mit Lichterkettenzugang haben. Aber das sehen wir dann auch erst wieder in der nächsten Folge. Ich gucke gerade auf die Uhr, ein bisschen langsam zum Ende dieser Folge kommen, während wir den Sonnenuntergang in unserem kleinen Gemüsegarten-Pavillon-Bereich genießen. Naja, ist ja eigentlich offensichtlich kein richtiger Pavillon. Aber gut, trotzdem. Ah, ihr Lieben, das sieht alles gut aus. Ich glaube, wir lassen das auch so stehen, damit es immer schön blüht hier. Brauchen wir gar nicht abernten. Das ist einmal nur so für die Deko. Was sagt ihr dazu? Euch geht's gut, ne? Sehr schön. Okay, Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.